Channel Anita Girlytainment. Hallo zu einem neuen Video von dem Vlog-Kanal. Und ich wollte dir ganz kurz hier diesen wunderschönen Wald zeigen. Mein Freund ist da jetzt auch gerade am Start mit seiner Stute Jessie. Da werde ich auch ganz oft gefragt, was das für eine Rasse ist. Das ist ein Paint Horse und mein Freund reitet da mit einem Westernsattel und quetscht jetzt gerade so richtig. Porzellinchen ist auch dabei. Wir werden da abgedrängt. Bitte schau dir mal diesen mega schönen Wald an und das Wetter ist einfach toll. Ich freue mich einfach so, dass jetzt endlich Sommerzeit ist. Und angeblich, glaube ich, wird es auch nicht mehr umgestellt. Also, hooray. Und wir sind nicht alleine unterwegs. Rubineske ist ja auch da dabei. Und Porzellinchen, die super brav ist. Sondern die Eskada ist auch dabei. Und zwar, ach, meine Schwester reitet die jetzt gerade. Hallo. Ich wollte dich hier mal ganz kurz mitnehmen und dir zeigen, wie schön das da ist. Brav die Pferde sind und brav auch Porzellinchen ist. Wenn ich das gewusst hätte vor einem Jahr, hatte ich ja Porzellinchen noch gar nicht, dass ich mal so ein ganz, ganz kleines Pony haben werde, die so brav als Handpony auch mitgeht. So unkompliziert ist, so lieb ist, die kann man einfach überall mitnehmen. Boah, so cool einfach. Das Bündlein zwitschern auch. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wo wir jetzt hinreiten. Wir machen nämlich heute so einen kleinen Wanderritt. Haben auch eine Karte dabei. Und hier ist so ein Schild. Und diese Schilder gibt es eben dann auch auf der Karte, damit wir dann genau wissen, wo wir hinreiten müssen. Das ist voll praktisch, so eigene Reitkarten sind das. Rubien und Jenny sind zu Hause im Stall und Rubiel ist ja noch bei meiner Trainerin. Falls sie nicht hinkommen, sie. Und Rubiel ist ja noch zur Ausbildung bei meiner Trainerin in Deutschland und wird jetzt gerade zugeritten. Und es ist eine mega schöne Aussicht. Da wird ein bisschen rumgerutscht gerade. So, und jetzt müssen wir gleich mal auf die Karte schauen, wo wir jetzt hinreiten müssen. Also falls du heute nicht reitest, ist es hier so eine kleine Ablenkung. So, hier gibt es auch eine Karte. So, wo müssen wir jetzt? Wahrscheinlich darüber, oder? Oder da links. Da drüben gibt es auch noch ein Schild. Siehst du das da hinten? Also da gibt es ganz, ganz viele Schilder, aber ich glaube, wir müssen diesen Weg da entlang reiten. Die Richtung? Echt? Okay. Okay, dann müssen wir hier entlang reiten. Gut, dass ich nicht die Karte habe. Hätten wir uns wieder tausendmal verritten, glaube ich. So, alle gehen vor. Pony, nicht fressen. Kommen Sie. Die sieht man noch richtig weit. Das hatten wir gerade so wie in der Reitschule. Alle hintereinander. Das goldene Fischstäbchen glänzt heute noch mehr als sonst. Das sieht man da vor allem. Warte, da. So gold, so gold. Na gut, Leute. Also das war jetzt mal so ein ganz kurzes Lebenszeichen hier auf meinem Vlog-Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns jetzt bald wieder. Ich versuche auf meinem Vlog-Kanal ein bisschen aktiver zu sein, mich ein bisschen mehr mitzunehmen. Tatsächlich ist motiviert. Das Süßeste ist, wenn sie mit der Rubineske spielen möchte, immer so ein bisschen herschnappt. Schaut so putzig aus. Komm, kleines Mädchen, kommen Sie. Ich verlinke dir da jetzt noch so weitere Videos, kostet das Abonnieren nicht vergessen und bis bald. Tschüssi.